Und mit diesen fetten Tanzmoves, Achtung Grinch Alert, begrüße ich euch herzlich zu einer, naja, nicht wunderbar, auch nicht wunderschönen, aber zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Wir haben in der letzten Folge den Typi hier, den Eismann besiegt. Diese Folge geht es weiter mit dem Tor hier. Und ich würde sagen, dass wir erstmal umziehen, zurück in die Rüstung stecken, die wir vorhin hatten, die uns einfach mehr Schutz gab. Ja, und ohne groß. Ach, übrigens, Moment. Wir haben doch diese Arbeiterkleidung, ne? Haben wir eigentlich wieder schon alles? Arbeitergewänder, Handschuhe. Ja! Und oh, wie cool! Hä? Hä? Was? Hä? Hä? Mein Gesicht? Hä? Hä? Moment. Gleich. Hä? Falsche. Hä? Verzuckt. Oh. Hoch. Wait, what? Hier, Ausbildung 19. Hoch. Moment. Nein, das wollte ich nicht. Ja, David, willkommen zu einer weiteren Folge. Alter, okay. Was ist mit meiner Lunge passiert? Ui. Hilfe, meine Wirbel. Ja. Der Kampf letzte Folge hat mir ganz schön zugesetzt, wie ich gerade erstaunend feststelle. Huch. Ja, zurück in Rüstung. Hoch. Ha. Meine Augen sind rot geworden. Letzte Folge haben wir dieses wunderschöne, wirklich wunderschöne Schwert bekommen, was länger als mein jetziges Lothric Ritterschwert war, ist. Und wir haben etwas Farbe verloren oder bekommen im Gesicht. Ja, das ist scheinbar wohl der Anfang der Aushöhlung, von der Plemo gesprochen hat, in dem Mini-Interview. Alter, wie ich. Boah. Wie ich aussehe. Aber ja, das lässt sich ja fixen. Ja. Irgendwie. Gut. Schade. Die Lothric Rittergamaschen sind für mich immer noch zu schwer. Leider. Ach, gut, dann zurück in volle Rüstung. Ich würde sagen, naja, solange ich in Rüstung bin, sehe ich schön aus. Okay, das waren 4 Minuten der Überraschung. Ja, wie man sieht, habe ich volle Leben wieder 4 Estus-Flakons und ja, das liegt daran, dass ich wieder zurückgerannt bin zum Lagerfeuer. In der Zwischenzeit dann wieder hierhin zurückgerannt bin, mich hingestellt habe, dann mit Aufnahme festgestellt habe, hoch,
Warte mal, kann ich... Nein. Mensch, Escape, kann ich vielleicht mein Gesicht sehen, wenn es eine Zwischensequenz gibt? Gibt es eine Zwischensequenz oder das einfach Tor öffnen? Hier kommt Johnny! Nein, das war kein Boss vorhin. Mich irritiert einerseits, dass hier scheinbar ein neues Level ist und dass dein Lagerfeuer steht. Trau ich mich jetzt noch rauszugehen? Weil wir haben noch einen Invasator, den wir noch abgrasen müssen. Nein. Sicherheitshalber mal noch nicht. Nein. Machen wir mal erstmal oben weiter. Einfach nur um sicher zu gehen, okay? Ich dachte, hier unten ist ein Kellergewölbe oder so, weil es. Hä? Komme ich dann da runter hin? So. Ne, in den Rattenkatakomben dort, da war er ja hier. Na? Da war ja doch eine verschlossene Tür, die sich von der anderen Seite öffnen ließ. Und da unten, da über, unter der Brücke, da ist ja so eine kleine Schlucht. Und da geht auch ein Weg drunter durch. Einerseits geht auf der einen Seite der Weg Richtung Lagerfeuer da unter die Rattenkatakomben durch und der andere führt irgendwie in diese Richtung. Wisst ihr, was ich meine? Ja, was hast du denn zu sagen jetzt? Eigentlich. Ich bin schön, ne? Oh. Ja, ich habe den Typen besiegt und ich bin noch nicht zerbrochen. Wow. Und hier jetzt? Ja, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Oh, da sitzt ja jemand. Oh, hallo. Hä, aber wie komme ich dann da rein? Oder geht das Level dort hinten noch weit? Ich bin gerade ein bisschen verloren, Entschuldigung. Was jetzt als nächstes? Hoch oder in was? Okay. Wir bekämpfen erstmal den Invasator. Wie wär's damit? Wenn er noch kommt. Das ist ja auch so eine Sache noch. Huhu. Hallo, ich habe ein neues Sichtschwert aus Eis. Ah, gut. Dann kommst du eben zuerst dran. So, der erste Gegner mit diesem Schwert. Mal gucken, wie das Schwert macht. Ja, ich mache mich schon mal ganz gut. Oh, lol. Sag mal, hallo, blocken? Aber was war denn das? Hat gerade kurz geleckt und der hat mich geblockt. Habe ich dem gerade Postschaden gemacht? Wohin? Oh, wollte ich nicht. Hier, R. Habe ich das richtig gesehen? Habe ich dem gerade eine Menge Schaden kurzzeitig gemacht? Wenn ja, wäre das ganz cool. Hallo, komm her. Bist du mal DOS?
Enge Räume sind nicht so gut für mich. Wow! Wow! So. Warum hatte ich gerade kurz Frame-Einbrüche? Moment, ich tapp mal ganz kurz raus, ja? Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, nee, die Temperatur ist scheinbar in Ordnung. Aber hey, ich bekomme mir vor wie so ein Jedi-Ritter jetzt. Jum, 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 jum. Aber jetzt mal im Ernst, wie komme ich da runter hin? Muss ich wirklich runterspringen? Nein. Runterspringen nicht. Doch? Nein. Oder? Geht's da irgendwie lang? Hä? Warte mal. Moment. Der Gang führt nicht in... Moment, das ist ein Gang in der Schlucht. Das ist keine Unterbauung. Moment, so vorsichtig, nicht, dass ich runterfalle und die Seele nicht wieder bekomme. Da hängt eine Leiche mit einem Item. Da, hier. Da ist noch so ein Gang, da wo die Schwertspitze zeigt. Okay, ich vermute mal, hier geht so eine Treppe dann hoch zum den Gang, aber... Hä? Nee, hier muss ich nicht drüber springen, ne? Nein. Okay. Eins nach dem anderen. Erster Invasator. Dann mache ich eine kleine Pause und dann... Ach, da liegt hier immer noch. Und dann... Ja. Schaue ich mir... Je nachdem, ob ich mehr weiß oder nicht, schaue ich dann mal, wo es weitergeht oder wie es vor allem weitergeht. So, Ratten, ihr seid Gegner Nummer 3, 4 und 5. Toll, das war Big Mama Ratte. Wow. Hey. Aber wow, das Schwert ist echt viel stärker. Viel, viel stärker und macht viel mehr Spaß jetzt. Hier, ne? Ja, hier. Hier ist auch so ein Gang. Der führt wahrscheinlich von der anderen Schluchtseite hoch. Aber wie komme ich da runter? Gut, 13 Minuten schon. Oh. Ich habe, glaube ich, die ganze Folge verpasst. Aber den Invasator mache ich noch. Das habe ich versprochen und das bleibt es auch. So, wie viel Glut habe ich denn? Ich habe 16 Glut. Wie sieht es mit den Einstellungen aus? Ich bin... Ich suche aus, ich spiele offline. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen... Ach, das ist der Heilung. Okay. Dann würde ich sagen... Heidewitzka. Mal gucken, wer dieser Invasator ist. Wie der aussieht. Ihrer Finstergeist von Tempelritter Hodrik ist eingefallen. Hoch. Ach nee, oder? Na, oh oh. Das war jetzt nicht so geplant. So überhaupt nicht. Muss ich den schnell wegmachen.
gut, dann heile ich mal. Dafür habe ich halt die Glocke. Und das scheint in ganz... Also... Ja. Ein NPC zu sein. Ihrer Finster... Gleichtempelritter... Waldbauer. Oh, das ist ein... Hallo? Oh. Oh. Oh oh. Ui, was? Okay. Alter. Oha. Oh oh. Er pariert? Ach krass. Was hat er da? Was hat er gemacht? Nein! Was? Oha! Oha! Also wenn jetzt NPCs besser parieren können als ich, ne? Fehlt mir nur noch, dass er auch Estus-Flakons benutzt. Alter. Nein, was? Haha, Frostjan, nein, was? Aha. Nicht übermütig werden. Nein. Vergiss es. Vergiss es. Nein, komm schon. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Nein. Das heilt mich. Nein, das gibt's doch nicht. Oh oh. Nein, so knapp. Nein, so knapp. Okay. Oh, so knapp. Oh mein Gott. Moment, habe ich nicht dafür die Peitsche? Oh, stimmt. Ja, ich habe doch dafür die Peitsche. Oh. Okay. Moment, das wird lustig nächste Runde. Dahin setze ich mal die Peitsche, genau. Und da setze ich... Na, wo war das denn hier? Die Glocke. Ja. Wenn ich den Ritterhelm anziehe, dann ist das lustig, genau. Oh, das wird spannend, nächste Runde, okay. Aber das erst in der nächsten Runde. Ich habe ja noch 15 Glut übrig. Allein in diesem Level habe ich auf jeden Fall 2 Glute bekommen. Glute. Glut. Glut. Gluts. Glute. 2-mal Glut bekommen. Bis zur nächsten Folge. Moment. Ciao. Und möge es... ein guter Kampf werden. Aber allerdings auf jeden Fall, ihr wisst jetzt Bescheid, wenn man den Eistypi da unten im Turm besiegt, kann man immer noch invasiert werden. Yay!